Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Trolls. Trolls? Trollo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 l. 6ix9ine ist am Start mit Nicki Minaj. Diese Kombination, ja Leute, diese Kombination ist am Start. Ich will nur ganz kurz, bevor wir auf die Reaction eingehen, ich hoffe wirklich, also ich hätte es ihm wirklich gegönnt, dass er mit Guba auf 1 gegangen wäre, weil ja diese Sache mit Justin Bieber und Ariana Grande, ne? Ja, Digga, ich bin amerikanische Musik und wenn es nicht Rap ist, bin ich auf jeden Fall raus. Aber da sind die ja irgendwie auf 1 gegangen. 6ix9ine meint irgendwie Billboard, ihr seid alles, ihr seid Betrüger und so und dies und das und was weiß ich was. Gucken wir mal. Ja, Junge, die Kombo muss doch eigentlich die 1 sein. 10 Mio Klicks, 1,5 Mio Likes. Digga, das ist auf jeden Fall heftig. Wir geben uns jetzt Trolls. Zack, zack, zack. Sad Pony. Wash. Okay, Bruder, was ist das? Aber ich sag mal so, vom Anfang her, ja, ich... Ah, Bruder, bei ihr zu pausieren ist so eine Sache. Pausieren wir doch bei ihm. Oh, die Richard Millie ist auch am Start. Kostet mehr als mein Leben. Ja, zum Anfang her, wir haben einen etwas schnelleren Beat auf jeden Fall am Start. Wir haben ihn am Start. Okay. Ich gehe wohl... Ah, Digga, man kann hier nicht pausieren wegen Nicki Minaj, Mann. So, pausieren wir so einfach. Ich muss sagen, der Anfang, you need it, I got it, need it, I got it, cash, I got it, also, du brauchst es, ich hab es, du brauchst es, ich hab es, cash, ich hab es, das hat sich irgendwie nice angehört, hat sich bis jetzt schon mal nice angehört, hab jetzt nicht auf Producer und sowas geachtet, ich glaube, da war sogar ein Name Tag am Anfang, hat man den, glaube ich, gehört, bin mir gerade unsicher, hat man, glaube ich, einen Tag gehört, okay. You need it? I got it. I don't got it, bro. I know you don't like me, okay? Das geht auch jetzt hier ein bisschen was an die Hater. Digga, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu ihm reinschreiben, wenn ihr sagt, boah, nee, Mann, so, ich bewerte ihn nicht menschlich, wirklich nicht, sondern einfach nur musikalisch. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass ich menschlich das, was er getan hat, nachvollziehen kann. So, ja. You don't like me, you wanna fight me. You don't want no problems at your party, don't invite me. I don't worry about you niggas, please stop talking about me. Always talking about me, cause you looking for the clout. 6ix9ine, riding in a 2C. You don't like me, don't invite me. Digga, das muss ja an irgendein Gericht sein. Ja, geht bestimmt an irgendjemanden. Könnt ihr gerne reinschreiben, wen er hiermit meint. Du magst mich nicht, warum? Dann lade mich auch nicht ein zu deinen Partys und so. Da bin ich nicht drin in der Szene, dass ich dir jetzt sagen kann, wer hier gemeint ist. Boah, da, endlich, wo ist die Stimme, Alter, endlich, ja, Pause, weg, der Video ist nicht gelb. Das Video wird nicht gelb sein, das Video wird rot sein, Alter. Es gibt nicht mal diese Werbeeinstufung. Das wird gar nicht dingend sein. Ja, warte, machen wir so. Hat euch der Anfang nicht irgendwie so an Guba erinnert? War das nicht auch so bei dem ersten Lied? Ja, ich hab's voll oft gehört. Ich glaube, ich hab da so ein bisschen eine kleine Ähnlichkeit gehört, kann man mal sagen. Junge, das sieht schon fresh aus. Vom G5 oder was hat er gesagt? Und da hat man diese
glaube, das ist jetzt eine Vermutung. Man meint diesen, das Flugzeug. Glaube ich. Junge, ich versuche so zu herausfinden, was er da sagt, ne? Aber ich bin einfach nicht zu sehr in dieser Szene drinne. Mal gespannt, wie... Oh, Junge, ich habe so perfekt pausiert, ne? Sie denkt sich so, fuck, Alter, ich schaff's nicht. Und er denkt sich so, komm, komm. Nein. Es hört sich bis jetzt richtig nice an, sage ich euch ehrlich, so wie es ist. Ich bin einer, der halt, ne, hauptsächlich Deutschrap hört, ist ja klar. Aber so langsam, sage ich mal, so englischen Rap, Ausnahme. Und das zum Beispiel 6ix9ine eine Ausnahme. Ihn höre ich. Aber... Bin nicht so krass am, hör nicht so krass Englisch. Aber ihn höre ich. Das ist richtig, richtig wie bei 6ix9ine anfangen. Scheiße, jetzt können wir nicht mehr pausieren. Wir müssen jetzt richtig weit zurückgehen, um ein Standbild haben zu können. Ach du Scheiße, zweimal die Richard Mille. Nein, viermal die... Junge, das ist auf jeden Fall... wenn einer flexen kann... Junge, er kann mehr flexen als die ganze Deutschrap-Szene zusammen, Digga. Das war schon mal heftig. Okay. You wanna fight me, always on my page, never double tap like me. Baddies to my left and my right. Never chase a corny nigga, put that on my life. Just put it in his face, all his cake. He wanted the taste, we sippin' on that ace. Okay, der Flowwechsel ist auf jeden Fall da. Ich will mal ganz kurz was mit Deutschrap vergleichen. Ich will jetzt nicht sagen, so Shirin klaut von Nicki Minaj oder so. Aber ich finde irgendwie, Shirin inspiriert sich schon gut von Nicki Minaj. Also ich höre das auch an der Stimme, wie Nicki Minaj ja rappt. Und dann hör ich das immer bei Shirin auch so. Höre ich so eine gewisse Ähnlichkeit schon. Ist ja nichts Verwerfliches. Kann man ja machen, solange man nicht klaut. Bitsy, bitsy waist, pretty face. Yeah, eat it, cookie monster. He a slave to this pussy, call me monster. Real wet, I said slurp it like it's pasta. They get nervous when it's Nicki on the roster. Boah, was eine Reimkette, Digga. Das war auf jeden Fall schon mal nice. Und am Ende diese Arroganz noch richtig reingespuckt, nenne ich es jetzt mal. Ich sag aber ehrlich, so wie es ist, wenn ich beide vergleiche, hat mir 6ix9ine auf jeden Fall besser gefallen. Und das bei weitem. Somebody usher this nigga into a clinic. My flow still sick, I ain't talking the pandemic. I write my own lyrics, a lot of these bitches gimmicks. They study Nicki style, now all of them want mimic. Talking about... Oh, sie hat einfach gerade Usher gedisst. Und ich bin happy, dass ich das erkannt habe. Somebody put this Usher, das N-Wort, in the clinic. Also jemand sollte diesen Typ in die Klinik packen. War da nicht was... Er hat irgendwas gegen die gesagt. Ich weiß nicht mehr genau was, aber er hat auf jeden Fall irgendwas gegen die gesagt. Ja, auf jeden Fall. Und das war einfach der Diss. Ja, somebody put him in the clinic. Okay, da wurde auf jeden Fall Shots feiert. Aber bestimmt noch andere Shots feiert, nur ich hab's nicht erkannt hier, weil das ist Englisch, Alter. Englisch a little bit difficult. Snitches when it snitches and you can't. Never stand alone, you always itching for a stamp. Me, I'm still money, wrists light up like a lamp. They gon' have to send their best fighter for the champ. Rex, I got them. Mary, I'm popping. They keep hate. Oh, hätte das 6ix9ine hier gesagt, viel nicer gewesen. Weil ich muss sagen, der Anfang übel nice. I got it. Mit seiner Stimme, das hat gerade mega gepasst, Digga. Ja, aber sie war auch nicht schlecht. Sie war nicht schlecht, eigentlich so eine Newcomerin. Yeah, but still watching. Check the boards, I'm still tapping. Bust down a plain chain, I got options. It's a bunch of mini me's, I'm the one they mocking. Showed you how to get the bag, now you going shopping. Ja, also 6ix9ine fand ich besser auf dem Song. Aber sie war halt gut, ne? Was willst du sagen, Digga? Wie viel Wechsel mit Stimme sie hatte, wie viel Flowwechsel sie hatte. Arroganz kam rüber, Disses waren da, Misses, nice. An die Americans, this song is great, so please subscribe, Spaß.
When I come out, all the sneak bitches start plotting. When I come out, it's the sweet bitches start mopping. Yeah, she like I throw them racks. Keep on throwing that cat. Keep on throwing that cat. Bitch, work in the back. Digga, stimmt das eigentlich, dass das Musikvideo bei ihm zu Hause gedreht wird? So hat irgendwie mal, hat irgendjemand mir gesagt, dass die Musikvideos werden bei ihm zu Hause gedreht. Ja, ob das stimmt, klärt mich da gerne auf. Klar, es sei jetzt vom musikvideotechnischen her, ne, immer dieser Hintergrund, dieses Rote, was wir da gesehen haben, kann ich mir schon vorstellen, dass es zu Hause gedreht wurde. Bei Guba bin ich mir nicht sicher, kann auch sein. Wash, cock, got it. If he like, I throw it fast, real fast, fast, fast. He's singing my old song, yelling ass, ass, ass. They be speeding, trying to beat me, then they crash, crash, crash. Das war nice, dieses mhm, mhm. Das macht er richtig gut. Also mit seiner Stimme, leichte, leichte Bearbeitung, bin mir gerade unsicher. Ich glaube, ein bisschen Autotune hat man drauf. Nice, nicer Song, also nice. Junge, das ist geil, dass die hier wirklich die gesamte Länge, ich sag mal, vom Song komplett ausnutzen und nicht irgendwie so ein scheiß langes Outro, langes Intro haben. Nein, Mann. Es, nach dem Haifisch geht's direkt los und es wird wahrscheinlich auch direkt enden. Ja, Mann. Ja, Leute, das war die Reaction. Stabiler Song, Digga, sagt, was ihr wollt, aber der Song ist stabil. Macht's gut, haut rein und ciao.